Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Amen. Ganz herzlich begrüße ich euch zu diesem Gottesdienst am Hirtensonntag Misericordias Domini. Wir begrüßen in Sonderheit und heißen herzlich willkommen den Berliner Gottesdienstchor unter der Leitung unseres Kantors in der Region Ost, Georg Opitz. Der Chor wird einige Stücke singen, wie auf dem Gottesdienstblatt angezeigt. Schön, dass ihr heute da seid und den Gottesdienst bereichert. Und an dieser Stelle dir schon einmal einen ganz herzlichen Dank, lieber Georg, für deinen zusätzlichen Orgeldienst. Den Entoltus singen wir heute so, dass der Kantor ihn einmal vorspielt. Allerdings mit einer kleinen Abweichung, wir waren bislang gewohnt, die Antiphon B zu singen. Heute einmal die Antiphon A. Und nach dem Vorspiel des Kantors können wir alle mit anstimmen, die Psalmodie dann im Wechsel zwischen Gemeinde und Chor. Das Wort Gottes, das uns durch diese Woche begleitet, steht im Johannesevangelium im 10. Kapitel. Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Thank you.
Christus spricht zu seinen Jüngern: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Die Beichte ist das Bekenntnis der Sünden. Wer sein Gewissen mit den 10 Geboten schärft, weiß von Worten und Taten, von Gedanken und Gefühlen, die ihn in Gegensatz zu Gottes Willen gebracht haben und ihn anklagen. Und wen sein Gewissen nicht quält, der glaube doch dem Worte Gottes, das uns den Spiegel vorhält. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Die Beichte ist vor allem aber auch der Zuspruch der Vergebung Gottes im Namen Jesu Christi. Er hat am Kreuz den Fluch unserer Sünde getragen und uns mit Gott versöhnt. Wem seine Sünden leidtun und wer die Vergebung annimmt, die ihm um Christi willen zugesprochen wird, der ist bei Gott in Gnaden und hat das ewige Leben. Der wird auch Wege suchen, dem Herrn zu danken. Er wird ihn loben und das heilige Abendmahl mitfeiern. Er wird sich bemühen, die begangenen Sünden zu meiden. Er wird in seinem Verhalten zeigen, dass er Gott fürchtet und liebt. Zu dem allen gebe euch Gott durch Jesus Christus seinen Heiligen Geist. Demütigt euch mit mir vor dem Angesicht Gottes und bekennt dem Herrn eure Sünden. Barmherziger Gott, wir bekennen, dass wir in Sünde gefangen sind und uns selbst nicht befreien können. Wir haben gegen dich gesündigt, in Gedanken, Worten und Werken. Durch das, was wir getan und durch das, was wir unterlassen haben. Wir haben dich nicht von ganzem Herzen geliebt. Wir haben unseren Nächsten nicht geliebt wie uns selbst. Und deines Todes Jesu Christi willen, erbarme dich unser. Vergib uns, erneuere uns und leite uns, dass wir Freude haben an deinem Willen und auf deinem Wege gehen, zur Ehre deines Heiligen. Gott sei euch gnädig und stärke euren Glauben. Ich frage euch, die ihr eure Sünden bekannt habt und die Lossprechung begehrt, glaubt ihr auch, dass die Vergebung, die ich euch zuspreche, Gottes Vergebung ist? So antwortet: Ja. Viel Glaubt, so geschehe euch. In Kraft des Befehls, den der Herr seine Kirche gegeben hat, spreche ich als berufener Diener des Wortes euch frei, ledig und los. Euch sind eure Sünden vergeben, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns Gott Dank sagen. Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen, dass du durch deinen eingeborenen Sohn eine ewige Versöhnung gestiftet und durch ihn auch uns Vergebung der Sünden geschenkt hast. Wir bitten dich, bewahre uns in deine Gnade, halte uns fest in Not und Anfechtung und gib, dass wir mit Christus in einem neuen Leben wandeln. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch, und euer Geist ganz samt Seele und Leib müsse bewahrt werden, unversehrt und sträflich auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Getreu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Amen. Thank you.
Thank you.
Thank you.
wie Christus sich uns als der gute Hirte vorstellt. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen. Und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann es aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Thank you.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir beten, lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du den guten Hirten Jesus Christus zu uns gesandt hast und bitten dich, gib, dass wir auf seine Stimme hören. Amen. Liebe Gemeinde, Gold spielt in unserem Leben eine große Rolle. Nicht nur, dass erste Plätze im Sport oft mit einer Goldmedaille ausgezeichnet werden, sondern auch sonst stellt Gold die höchste erreichbare Stufe dar. So gibt es beispielsweise Kreditkarten als Goldkarten, zumindest beim ADAC. Ganz abgesehen davon, dass das Edelmetall bei der Herstellung von Elektronikgeräten unverzichtbar ist. Nun, wir bekommen heute keine Medaille aus Gold überreicht, vermute ich zumindest, obwohl ich natürlich nicht weiß oder wissen kann, ob bei einem von euch heute solch eine Auszeichnung ansteht. Und dennoch weiß ich aus sehr sicherer Quelle, dass eine Auszeichnung heute ganz gewiss für jeden von uns ansteht, denn unser Predigttext spricht von einer Krone, die der Erzhirte vergeben wird, eine Krone, wie sie bei der Siegerehrung der Sportler im alten Griechenland vergeben wurde, also praktisch das Gegenstück zur Goldmedaille der modernen Zeit darstellt. Aber, so der Apostel Petrus, die Krone, die Christinnen und Christen bekommen, ist eine unvergängliche Krone, kein schnell verwelkender Lorbeerkranz. Die Siegerehrung also, die der Erzhirte vornehmen wird, führt in das ewige Leben. Und diese Auszeichnung hat Bestand, weil derjenige, der die Auszeichnung vornimmt, Bestand hat und zuverlässig ist. Wenn jemand also Gold verdient hat, dann ist es unser Herr Jesus Christus, weil er in den meisten Fällen seit über 50, 60, 70 oder mehr Jahren zu uns steht. Aber natürlich auch die ganz jungen Kinder, die jetzt im Kindergottesdienst sind, begleitet und bis an unser Lebensende bei uns stehen wird. Das Verhältnis, das Gott zu uns in der heiligen Taufe begonnen und begründet hat, ist nämlich so zuverlässig, so beständig, so wertvoll und unkaputtbar, dass wir es mit dem Zusatz Gold belegen können. Hören wir den Predigttext aus dem ersten Petrusbrief. Ihr könnt ihn auf der Rückseite des Gottesdienstblattes mitlesen. Der Apostel schreibt: Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund. Nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Um das Weiden der Herde Jesu Christi geht es hier. Ist der Text eine Mahnung an Pfarrer und andere kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Oder müssen wir noch alle die mit einbeziehen, denen in der Gemeinde eine Aufgabe übertragen wurde? Die Ältesten, die Frauen und Männer aus dem Kirchenvorstand, die in der Leitungsarbeit der Gemeinde stehen, die Helferinnen im Kindergottesdienst, die Lektorinnen und Lektoren. Man könnte es sich einfach machen und sagen, naja,
der Text spricht zu all jenen, die sich hauptberuflich oder ehrenamtlich um das geistliche Wohl der Gemeinde kümmern. Aber er spricht eben zu den anderen nicht. Wäre es legitim, liebe Schwestern und Brüder, gemeindliche Aufgaben von uns zu weisen, auf andere umzuleiten, nur weil wir keine Pfarrer oder Kirchenvorsteher sind? Und dabei nicht bedenken, dass der Auftrag unseres Herrn zum Weiden seine Herde allen gilt? Lasst uns von dem Hirtendienst reden, weil Jesus ihn will. Weidet die Herde Gottes, so schreibt der Apostel Petrus. Und so wurde er einst selbst von Jesus beauftragt. Genau genommen gibt er diesen Auftrag, den er von Jesus nach seiner Auferstehung mit dreimaliger Wiederholung am See Tiberias bekommen hat, an die Gemeinde weiter. Petrus redet als Mitältester und Zeuge der Leiden Christi. Er selbst steht in diesem Dienst und er selbst weiß nur allzu gut, was es heißt, den Anforderungen nicht gerecht werden zu können. Und seine Mahnung an die Ältesten, die Herde Gottes zu weiden, ist mehr eine Einladung an sie als eine Anweisung, nun endlich diesen Dienst auszuüben. Denn er spricht sie als Mitbetroffene an. Er weiß, dass das Evangelium nicht nur von einigen wenigen weitergegeben werden soll. Liebe Gemeinde, dieser Text spricht uns alle an. Wir können uns nicht der Verantwortung entziehen und sagen, wir sind ja nur normale Gemeindeglieder. Denn normale Gemeindeglieder gibt es nicht. Also bitte versteht mich nicht falsch, so als ob ich sagen wollte, ihr wäret anormal. Sondern ich möchte damit sagen, dass es keinen qualitativen Unterschied zwischen der Arbeit eines ordinierten und eines nicht ordinierten Menschen gibt. Auch wenn wir geordnet haben, gewisse Aufgaben wie die öffentliche Wortverkündigung und die Verwaltung der heiligen Sakramente nur von bestimmten Personen ausüben zu lassen. Übrigens ein interessantes Thema, das wir im Kreuz- und Querkreis am letzten Freitag bei der Lektüre der Confessio Augustana, Artikel 5 vom Predigtamt oder vom kirchlichen Amt diskutiert und beleuchtet haben. Wir haben also den Auftrag, die Gemeinde so zu weiden, wie Jesus es will. Die Herde Gottes, die Schafe weiden, wie geht das? Das, liebe Gemeinde, kann nur der große Erzhirte und Bischof unserer Seelen, Jesus Christus selbst. Das Bild vom Hirten und seinen Schafen, das Jesus in Johannes 10 gebraucht, ist uns wohl vertraut. Er hat sein Leben für die Schafe gelassen, für uns alle. Er hat uns durch seinen Tod erlöst, erworben und gewonnen. Und deshalb, liebe Gemeinde, treten wir in dem Hirtendienst nicht in eigener Sache an. Denn Menschen sollen nicht durch unser gutes Vorbild, wenn wir dann eins werden, gerettet werden. Das geht nicht. Wir sollen auf den guten Hirten Jesus Christus hinweisen. Und nur weil er der gute Hirte ist und bleibt, können wir beim Zeugendienst überhaupt mitmachen und dabei gelassen bleiben. Denn er selbst führt Menschen zum frischen Wasser, indem er tatsächlich auch unseren schwachen Dienst gebraucht. Beispiel: Es ist immer wieder eine Freude, wenn Gemeindeglieder zu mir sagen, du oder sie, je nachdem, wie man will, mir ist aufgefallen, dass Herr Meier oder Frau Schulze nicht im Gottesdienst war oder schon länger nicht da war. Weißt du etwas über ihn oder sie? Dadurch wird dieser Auftrag Gottes, seine Herde zu weiden,
auf sie Acht zu haben, gut umgesetzt, wenn wir einander im Blick haben und aufeinander Acht geben. Oder wenn Gemeindeglieder wie heute Morgen spontan während des Gottesdienstes aufstehen, Menschen Gesangbücher bringen oder die Ordnung des Gottesdienstes sie mitnehmen. Unser Herr Jesus Christus verliert keinen aus den Augen, versprochen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Er hat ja nicht nur eine flüchtige Bekanntschaft mit uns geschlossen, sondern in der heiligen Taufe hat er eine lebensrettende Verbindung zu uns hergestellt. Das feiern wir am Hirtensonntag und an jedem Sonntag, dass unser Herr Jesus Christus unser guter Hirte ist, der uns mit allem versorgt, was wir zum Leben und zum Sterben brauchen. Sein Verhältnis zu uns, egal wie sehr wir es immer wieder belasten, bleibt gut. Es ist Gold wert und hält allen Belastungen stand. Im heiligen Abendmahl erweist er sich als der gute Hirte, der sein Leben für uns gelassen hat, da wir sein Wort hören, mein Leib für dich in den Tod gegeben, mein Blut für deine Sünden vergossen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der regiere eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Für alle, die andere auf ihrem Glaubensweg begleiten,
die zweifeln, für alle, die noch nicht zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben. Lass Gott sich ihrer annehme und sein Reich baue. Lasst uns den Herrn anrufen. Herr, erbarm dich. Lasst uns Gott dafür danken, dass er Menschen in seinen Dienst ruft, die sich für ein gutes Miteinander in unserer Gesellschaft engagieren. Und lasst uns bitten für alle Politiker, für alle, die in der Verantwortung tätig sind, für alle, die in der Wirtschaft Verantwortung tragen, für alle, die dazu beitragen, dass wir sicher leben können, für alle, die sich um die Gesundheit anderer kümmern, für alle, die für die Meinungsbildung verantwortlich sind, dass sie ihre Arbeit im Respekt gegenüber Gottes Geboten tun und wir dankbar bleiben für das, was sie leisten. Lasst uns den Herrn anrufen. Herr, erbarm dich. Lasst uns Gott dafür danken, dass er den Müden Kraft gibt und Stärke dem Unvermögenden. Und lasst uns bitten für alle Angefochtenen, für alle Verzweifelten, für alle Kranken, für alle Gefangenen, für alle verfolgten Christinnen und Christen, für alle Opfer von Krieg, Terror und Gewalt, für alle Misshandelten und Missbrauchten, dass Gott in ihrer Not seine Macht beweise, er sie tröste und aufrichte, er sie heile und befreie. Lasst uns den Herrn anrufen. Um all das bitten wir dich, Vater im Himmel, im Vertrauen auf deine Macht und starke Kraft, mit der du die Welt erschaffen hast, bis heute erhältst. Lass nicht zu, dass die Not in der Welt überhand nimmt und Menschen verloren gehen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit. Amen. Sing for joy, 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 joy
Und sehet, wie freundlich unser Herr ist.
sei mit euch. Amen.
Tod die Macht genommen. Halleluja. Auf dich und gebe dir Frieden.